So, einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich dachte mir, ich nehme euch heute etwas mit, da ich ja auch jetzt seit gestern ja eigentlich ja schon frei hätte, da wir auch zugemacht haben wegen der Corona-Sache eben. Ja, ich habe mir gerade Frühstück gemacht, denn davor habe ich schon ein bisschen Sport gemacht. Das tat auch irgendwie gerade ganz gut, auch wenn es etwas anders ist als mit Gewichten. Denn alle Fitnessstudios haben ja jetzt auch zu. Und ja, da kann man ja jetzt nichts machen. Aber ich begebe mich jetzt einfach mal hier wieder ins Wohnzimmer und werde hier frühstücken und etwas Fernsehen gucken. Und ja, ich genieße jetzt erstmal mein Frühstück. Ihr habt ja schon gesehen, was ich hier esse. Es ist schon für mich sowas wie ein großes Frühstück. Und ich will vielleicht versuchen, mich intuitiv zu ernähren für die Zeit. Mal gucken, ob es vielleicht klappt. Denn ich bekomme vielleicht schon so ein gutes Gefühl, wie ich das jetzt so mit der ganzen Ernährung mache. Und ja, ich stelle euch mal kurz irgendwo hin. Und ja, ich dachte mir eben, dass ich vielleicht irgendwie mal versuche. Ich fange jetzt erstmal kurz hier auf. Ich bin zurzeit aber auch relativ etwas zufrieden mit meiner Frisur, so wie sie gerade ist. So wie sie ihr auch gerade etwas sehen könnt. Klar, hier kann es vielleicht nur etwas wie straffer sein wegen der Haut, da es ja so ein bisschen wie schlaff ist. Aber ansonsten ist es ja irgendwie gut. Oh, als hätte ich hier schon irgendwie so Bauchmuskeln, aber es ist nur diese Falte, was ich meistens habe. Aber ja, soweit klappt es alles irgendwie ganz gut. Ich glaube, ich mache mal kurz doch. Ich kann sie etwas leiser. So, ist besser. Und ja, also der Tag startet schon mal auch irgendwie ganz gut, denn ich mache mich dann auch, glaube ich, dann gleich danach ganz kurz fertig. Ich mache nicht viel irgendwie drum um mich rum, denn ich gehe danach dann zu meinem Freund und wir chillen dann etwas. Und ja, also ich genieße jetzt erstmal mein Frühstück, aber zuerst schiebe ich erstmal wieder den Tisch hier rüber. So, ich habe jetzt so einigermaßen alles so eingerichtet, wie es da meistens so ist, also wo alles seinen Platz hat. Begebe mich jetzt kurz in mein Zimmer und mache mich also schon mal etwas grob fertig. Und ja, dann gehe ich auch schon bald zu meinem Freund. Dann irgendwie werde ich dann auch so die Zeit etwas genießen. Naja, mal sehen, wann diese Ausgangssperre mal kommt. Dann kann er dann gar nicht mehr zu mir vielleicht. Aber mal gucken. Ich mache mich jetzt dann halt so grob fertig und dann komme ich später dann noch mal drauf zu. Also ich melde mich später wieder. So, ich bin gerade sozusagen auf dem Weg zum Bus.
Naja, der einzige Vorteil gerade ist, ich muss dann nicht immer meine Fahrkarte rausholen, um die vorzuzeigen. Denn vorne bei uns an den Bussen ist es ja auch abgesperrt. Da kann man jetzt nicht mehr durch, sondern nur noch von hinten. Also die hinteren Türen. Aber naja, ich freue mich dann gleich schon, etwas die Zeit mit meinem Freund auszunutzen. Dann sind wir halt ein bisschen draußen. Mal schauen, was wir dann so machen können. Obwohl, naja, man kann ja jetzt nicht wirklich was machen, ne? Da vieles Mögliche ja gerade eben zu ist wegen dem Wahnsinn, was gerade ja los ist. Aber naja, was weiß. Dann sind wir halt so ein bisschen drauf und spazieren halt ein bisschen. Und ja, wenigstens ist es schönes Wetter und man kann es genießen. So, ich bin auch schon gleich bei ihm angekommen. Ja, ich habe auch wieder heute euch nicht gezeigt gehabt, was ich so angezogen habe. Und zwar, ich habe hier einfach mal meine Nike-Jacke, den Oversize-T-Shirt von Stranger Things und meine sowas wie Mom-Boyfriend-Jeans, so in der Art. Und meine lavendelfarbenen Pumas. Ja, also ich bin gleich dann bei ihm vor der Tür. Ja, mal gucken, was wir so machen. So Leute, ich bin jetzt gerade mal wieder am Warten, denn mehr als laufen konnten wir heute ja nicht wirklich, außer dann halt noch kurz, wie er ja im Lesson-Clip gesehen hat, kurz was Kleines zum Essen geholt gehabt, denn ich hatte schon wieder ein klein wenig Hunger, habe ich einfach eine Brezel gegessen. Zu Hause mache ich mir dann noch ein Rührei, denn ich habe schon wieder ein kleines bisschen Hunger. Und ja, also. Aber es tat auf jeden Fall mal sehr, sehr gut, mal wieder so zu laufen. Denn damals, als wir noch so zur Schule gingen, waren wir ständig draußen, sind spazieren gegangen oder sonstiges. Das war so einer mit der Sachen, die wir gern gemacht haben immer. Und ja, ich warte jetzt, bis mein eigentlicher Bus kommt, denn hier steht der einer, der ja eigentlich auch in dieselbe Richtung fährt, aber in das andere Ort, aber nicht dahin, wo ich eigentlich hingehe. Ich muss noch warten. Naja, da kommt er ja gleich. Und ja, also war wenigstens mal ein sehr, sehr schöner Tag, so einfach mal den Kopf frei zu bekommen und einfach sich mal so was wie auszusprechen, was so halt gerade in der Welt passiert. Und ja, also es tat mal wieder sehr, sehr gut. Und jetzt geht es dann auch schon gleich nach Hause. Und ja, will mir eigentlich nur noch was Kleines zum Essen machen.
So, ich habe jetzt noch was Zusätzliches zum Essen gemacht. Ihr habt es ja gesehen, etwas Rührei, Körniger Frischkäse und Tomaten, denn, also Cherry-Tomaten, die mag ich irgendwie ganz gerne. Und das esse ich jetzt sowas wie als Snack, für so zwischendurch eben. Und habe hier jetzt wieder auch einen Kaffee wieder gemacht. Und ja, da mache ich mich dann auch gleich schon gleich mal ran ans Video, das vielleicht schon mal etwas zu schneiden. Und ja, dann mal gucken, was ich dann noch so mache, außer dann so ein bisschen mein Zimmer ein bisschen in Vordermann bringen, weil dann würde ich etwas morgen eher gründlicher dran gehen, etwas sauber zu machen, also putzen eben und sonst, ja. Aber ich werde jetzt erstmal chillen und mein Rührei und Königin Frischkäse genießen. Whoa.
So, mein Zimmer ist jetzt auch einigermaßen jetzt. Also, es sieht jetzt erstmal okay so aus. Ich werde aber morgen ja nochmal gründlicher rangehen. Kann es euch jetzt hier auch nochmal kurz zeigen. Also, ja. Mein Zimmer ist halt eben nicht groß und ich habe ja meistens gerade zur Zeit mein Bett immer ausgeklappt, denn ich kann es ja ausklappen und wieder zuklappen. Da, ja, meistens schlafe ich auch irgendwie auch besser so, wenn das Bett ausgeklappt ist, weil, ja, mehr Platz und halt auch, wenn mein Freund meistens eben da ist. Also wir gucken dann auch, dass er auch dann nächstes Jahr vielleicht dann bei uns ist, wenn dann halt vielleicht auch diese Zeit ist, wenn dann man, wenn man halt nicht mehr rausgehen darf, dass er dann eher hier bei mir ist und er dann nicht irgendwie bei sich sein muss. Denn bei ihm zu Hause ist es auch gerade sehr, sehr schwierig, weil ja, sein Boden wird ja alles neu gemacht, weil wegen dem ganzen Wasserschaden, was ja unterm Boden war, das ja ausgesaugt werden musste. Und halt, ja, der Boden wird bei denen allen neu gemacht. Und ja, mal gucken. Aber ich hoffe, dass es irgendwie nicht so weit kommt wegen dieser Ausgangssperre. Denn das ist irgendwie schon etwas scheiße. Klar, man sollte irgendwie zu Hause bleiben, aber man braucht ja doch auch irgendwie so ein bisschen diese frische Luft, finde ich. Und es tat mir halt irgendwie heute irgendwie gerade ganz gut. Also so, dass ich etwas meinen Kopf frei haben konnte. Aber ja, vielleicht bleibt man eher in nächster Zeit eher zu Hause. Mal schauen. Aber ja, ich zeige euch jetzt hier erstmal kurz mein Zimmer, wie es gerade jetzt halt so aussieht. Aber morgen gehe ich halt nochmal gründlich ran, um zu putzen, meinen Schminkbereich etwas sauber zu machen und sonstiges. Also, ich drehe es mal um. So sieht es jetzt erstmal aus. Hier halt gerade so mal der Eingangsbereich mit den Schuhen halt erstmal so. Aber ich muss ja erstmal noch gucken. Die könnte ich ja eigentlich ja wieder wegpacken, denn die ziehe ich jetzt eigentlich ja nicht mehr wirklich an. Obwohl es irgendwie ganz schön wäre, den da mal anzuziehen, denn das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. ja, Müllbeutel werde ich dann später noch wegtun oder auch erst morgen. Und ja, da ist so der kleine Wäscheberg, was ich noch einräumen muss. Hier ist die Softbox, damit ich etwas besser Licht habe. Fahr mal zum Drehen oder auch gerade für jetzt. Mein Schminkbereich sieht gerade erstmal so aus, erstmal so ganz kurz geordnet. Was ich morgen oder sonstiges nicht brauche, tue ich halt wieder da in die Schubladen rein. Und ja, so sieht halt gerade jetzt mein Bett aus. Ganz okay jetzt erstmal. Und ja, morgen gehe ich dann etwas gründlicher ran. Und gerade schaue ich ja wie immer YouTube-Videos an. Und ja, ansonsten, warte, ich drehe mal wieder kurz die Kamera um. Ja, ansonsten mache ich jetzt auch nicht viel. Ich werde dann halt nur später dann eben mein Essen wieder machen und mich halt abschminken. Dann gehe ich dann auch wieder bald ins Bett. Mal gucken, wenn ich mich halt nicht mehr melde, dann mache ich halt den Outro. Und ja, ansonsten chill ich jetzt erstmal nur und ja, verbringe halt den Rest des Abends eher so auf dem Bett. Schau Netflix oder guck irgendeinen Film, was auch immer. Und lenke mich halt so ab. Und ja, mein Make-up sieht mal wieder sehr, sehr gut aus. Ich muss mich mal wieder mehr mit Make-up experimentieren, also was Neues oder irgend sowas. Wenn ihr so wieder Schminkvideos von mir sehen wollt, dann schickt mir auch gerne mal Inspiration. Also so vielleicht Bilder unten in den Kommentaren oder irgendwie so, wenn das geht. Oder schreibt es mir einfach, ich würde es dann gern machen, wenn ihr was da habt. Und ja. Also ich chill mich jetzt erstmal rum und melde mich vielleicht irgendwann später noch. Falls nicht, dann vielleicht doch erst morgen. Und ich bin auch gerade erst auch am Überlegen, ob ich so jeden Tag vloggen könnte. Aber ich würde es dann vielleicht so jeden zweiten Tag hochladen. Was haltet ihr denn von der Idee? Schreibt es mir dann auch gerne unten in die Kommentare. Oder auch so jeden zweiten Tag ein Video, entweder Vlog oder ein normales Video. Ja. Mal gucken, wie ich das dann so alles einpendeln werde während der Zeit. Denn für YouTube habe ich jetzt schon sehr viel Zeit. Ein paar Aufgaben haben wir aber auch schon von unserem Lehrer bekommen gehabt, die aus meiner Klasse, die Klassensprecherin ist, ist auch eine gute Freundin von mir. Sie hat uns allen die E-Mails weitergeleitet, was wir so machen sollen. Und
Ja, das wird dann auch natürlich in der Zeit dann abgearbeitet. Muss ja sein, denn das wird so alles als Note etwas eingearbeitet. Also es fließt mit in unsere Note ein, als Projekt. Und ja, mal gucken, wie man das alles dann so alles macht, vor allem mit Schule. Aber naja, was soll's. Also ich chill jetzt erstmal rum und hab euch jetzt genug vollgetextet. Und ja. Ich melde mich doch eventuell dann auch natürlich erst. So Leute, das ist jetzt hier mein Essen. Unten drunter sind halt so Gemüsemaultaschen mit Veggie-Würstchen. Das habe ich mir jetzt einfach so mal angebraten gehabt in der Pfanne. Dann halt etwas das Salat oben drüber, also mit Feldsalat, Cherry-Tomaten und Gurke. Und etwas Balsamico-Dressing. Das finde ich immer sehr, sehr lecker so. Und ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und ich denke mal dann auch, dass ich dann gleich den Vlog beende. Also. Ja, also ich werde jetzt erstmal das essen. So Leute, ich bin mir dann jetzt in der Meinung, dass ich das Video hier jetzt beende, also den Vlog eher gesagt. Ich hoffe aber, dass es euch irgendwie gefallen hat. Wenn ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir da einen Daumen nach oben da lasst. Ich bin auch mir am Überlegen, dass ich mir ja so gut wie fast jeden zweiten Tag irgendwie vielleicht ein Video hochlade. Wenn euch die Idee gefällt, zeigt mir eben mit einem Daumen nach oben oder schreibt mir unten in die Kommentare irgendwas. Und ja, jedenfalls, ich versuche zumindest so gut wie es geht, dann die Videos für euch zu produzieren. Und ja, also ich sag dann mal, ich beende dann mal hier den Vlog und ja, mal gucken, wie das alles dann so läuft. Also, wie gesagt, wenn euch das Video, gesagt, Vlog bis hierhin gefallen hat, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich auch noch dazu abonniert. Also geht runter auf das Abonnieren-Button. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und vergesst dann aber auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn so bekommt ihr jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, ja, eine Benachrichtigung, dass ich was hochgeladen habe. Und ja, teilt mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen darüber. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video oder auch vielleicht wieder Vlog wieder. Bye!